Hallo, ich bin Leonie und 17 Jahre alt. Und wenn ich an Radioaktivität denke, denke ich auch an Alltagsgegenstände, die auch radioaktive Strahlung aussenden, wie zum Beispiel Handys und Computer. Ich bin Lisa, ich bin 22 Jahre alt. Und wenn ich an Radioaktivität denke, wird mir ein bisschen mulmig zumute. Da man ja weiß, dass die Strahlung sehr gesundheitsschädlich für den Menschen ist und auch für die Umwelt eine große Gefahr darstellt. Hallo, ich bin Marc, bin 19 Jahre alt und Radioaktivität verbinde ich mit Krieg, aber auch mit Forschung. Aber letzten Endes im Großen und Ganzen die Gefahr, mit der wir Menschen nicht wissen, umzugehen. Hallo, ich bin Anna und ich bin 18 Jahre alt. Und wenn ich an das Thema Radioaktivität denke, denke ich an die verschiedenen Arten von Strahlungen, nämlich die Alpha-, Beta- und Gamma-Strahlung. Es gibt viele Dinge, die für uns und unsere Gesundheit schädlich sind. Das Besondere an Radioaktivität ist, dass man sie nicht direkt wahrnehmen kann. Man kann sie nicht sehen, nicht schmecken, nicht riechen, nicht spüren. Trotzdem kann sie uns krank machen. Und das ist erst einmal ziemlich beunruhigend. Lasst uns heute versuchen, besser zu verstehen, was Radioaktivität ist und wie wir uns davor schützen können. Alle Dinge auf der Welt bestehen aus Atomen. Das Atom ist die kleinste Organisationseinheit von Materie. Das Wort Atom ist griechisch und bedeutet unteilbar. Die meisten Atome sind sehr stabil. Sie können unverändert für Hunderttausende von Jahren bestehen, zum Beispiel als Teil von Metall oder von Kohle. Es gibt aber auch Atome, die instabil sind. Sie haben entweder zu viel Energie oder die Energie ist ungleichmäßig verteilt. Um stabiler zu werden, müssen sie Energie abgeben. Und sie tun das in Form von kleinen Energiepaketen. Manchmal sind diese Energiepakete Teile aus dem Zellkern. Man spricht dann von Alpha-Strahlung. Um Energie abzugeben, kann ein Atom aber auch winzig kleine Elektronen verschießen. Dann spricht man von Beta-Strahlung. Und manche radioaktiven Atome geben Energie in Form von wellenförmiger Strahlung ab. Dann spricht man von Gammastrahlung. Allen drei Formen von Strahlung ist gemein, dass sie mit einer hohen Geschwindigkeit aus dem Atom herausgeschossen kommen und in ihrer Umgebung ordentlich Schaden anrichten können. Radioaktivität ist also an sich etwas ganz Natürliches, was es auch immer schon gab. Radioaktive Stoffe im Boden wie Uran oder Radon, die vom Boden aus Strahlung auf uns werfen. Die Sonne, die radioaktive Strahlung auf die Erde wirft, und geringe Mengen an Radioaktivität in Nahrungsmitteln. All das ist das, was wir als natürliche Hintergrundstrahlung bezeichnen. Die ist zwar auch nicht gesund, aber es gibt wenig, was wir dagegen tun können. Solange radioaktive Stoffe wie Uran unter der Erde bleiben, schaden sie uns Menschen relativ wenig. In dem Moment, wo wir allerdings anfangen, sie aus der Erde zu holen, sie in Atomkraftwerke und Atomsprengköpfe zu stecken, in dem Moment verbreiten wir die Radioaktivität über die ganze Erde. In Ländern wie Kasachstan, Australien, Niger oder Kanada wird Uran in großen Minen abgebaut. Die Umgebung dieser Uranminen wird durch strahlende Abfallprodukte oft für Jahrhunderte radioaktiv verseucht. Das dort gewonnene Uran wird dann in Atomfabriken gebracht, dort aufgearbeitet und angereichert. Nun kann es in Form von Brennstäben in Atomkraftwerke gebracht werden, wo es Energie produziert. Es kann aber auch in Atomwaffen eingebaut werden und durch seine ungeheure Sprengkraft ganze Städte zerstören. Am Ende der Atomkraft steht der hochgiftige Atommüll, der noch viele zukünftige Generationen belasten wird. Am Ende der Atomwaffenproduktion steht radioaktiver Niederschlag und Verseuchung. Wo einst blühende Städte waren, entstehen atomare Wüsten. Durch die mehr als 2000 Atomwaffentests weltweit wurde die halbe Erdkugel mit radioaktivem Feinstaub überzogen. Hunderttausende Krebserkrankungen weltweit gehen sehr wahrscheinlich auf das Konto dieser Atomwaffentests. Aber auch Atomkatastrophen wie Tschernobyl oder Fukushima verseuchen die Umwelt mit hochradioaktiven Stoffen und können ganze Landstriche unbewohnbar machen. Aber wie wirkt Radioaktivität denn jetzt eigentlich auf unseren Körper? Beta-Strahlung kann unsere Haut verbrennen, in etwa wie ein sehr, sehr ausgeprägter radioaktiver Sonnenbrand. Gammastrahlung durchdringt unseren Körper, kann innere Organe, Blut und Knochen schädigen.
Bei sehr hohen Dosen entsteht die sogenannte akute Strahlenkrankheit. Die Haare fallen aus, der Darm blutet, es gibt blutiges Erbrechen, blutige Durchfälle. Blutarmut macht uns schwach und das Immunsystem funktioniert nicht mehr. Die zweite Möglichkeit, wie Strahlung dem menschlichen Körper schaden kann, ist durch die Aufnahme von radioaktiven Partikeln. Wir sprechen von Strahlern, die über die Luft getragen wie kleine Staubkörner in unserer Atemluft landen, auf unserer Nahrung, in unserem Wasser, und die wir dann aufnehmen und die in unserem Körper das umliegende Gewebe in den Lungen, im Darm oder in der Leber zerstören können. Durch Alpha- und Gammastrahlen können Krebserkrankungen entstehen, aber auch andere strahlenbedingte Krankheiten. Es ist diese Art von Strahlenschaden, der bei Atomkatastrophen die deutlich relevantere Rolle bei der Entstehung von Krankheiten spielt. Wenn radioaktive Partikel freigesetzt werden, werden sie mit dem Wind verbreitet. Sie können sich in radioaktiven Wolken sammeln und fallen dann mit dem Regen auf die Erde. Wenn wir diese Partikel mit der Atemluft oder der Nahrung aufnehmen, dann gelangen sie in unsere inneren Organe und können dort das umliegende Gewebe schädigen. Diese Strahlung, die ins Gewebe abgegeben wird, kann Zellen zerstören. Sie kann aber auch das Erbgut, also die DNA, verändern, mutieren. Wir sprechen dann von Chromosomenschädigungen. Und das kann zu zahlreichen Krankheiten führen, vor allem Krebs. Jeder radioaktive Stoff hat eine andere Wirkung. Während radioaktives Jod sich beispielsweise in der Schilddrüse festsetzt und dort zu Krankheiten und Schilddrüsenkrebs führt, kann radioaktives Strontium in die Knochen gehen, dort das Knochenmark schädigen, zu Knochenkrebs oder Leukämien führen. Radioaktives Cäsium hingegen verteilt sich relativ frei im ganzen Körper und kann in zahlreichen Organen bösartige Tumore auslösen. Jede noch so geringe Menge an zusätzlicher Strahlung fügt dem Körper Schaden zu. Und deshalb ist es so wichtig, Menschen vor unnötiger zusätzlicher Strahlung zu schützen. Deshalb ist es gut, dass wir in Deutschland aufgehört haben, Uran abzubauen. Und dass beschlossen wurde, bis 2022 alle Atomkraftwerke abzuschalten. Bis dahin stellen die Atommeiler jedoch weiterhin eine große Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Und der radioaktive Atommüll muss derweil für Hunderttausende von Jahren sicher eingelagert und vor Zugriffen geschützt werden. Keine einfache Aufgabe. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen besser versteht, was Radioaktivität ist und warum es so wichtig ist, sich darüber zu informieren. Für den Einzelnen mag es unter Umständen schwer sein, sich effektiv vor Radioaktivität zu schützen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gesellschaft die richtigen Konsequenzen ziehen und das Uran dort belassen, wo es hingehört. Unter der Erde.